Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir begrüßen Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ich schlage vor, dass wir mit dem Thema Gutenberg beginnen, danach die üblichen Termine machen und noch eine Erklärung der Bundesregierung haben. Von dieser Seite gibt es zum Thema Gutenberg am Anfang nichts zu erklären. Deshalb beginnen wir mit Fragen. Herr Leifert und Herr Wonka. Herr Leifert. Frage an Herrn Moritz. Wird es heute eine Erklärung des Verteidigungsministers geben? Wann und mit welchem Inhalt? Der Minister wird jetzt in diesem Moment, in den nächsten Minuten, vor einigen ausgewählten Medienvertretern, die da vom Ministerium gewartet haben, eine Erklärung abgeben. Und den Inhalt werden Sie dann erfahren, wenn er es getan hat. Herr Moritz, wenn ich dafür den Vorstand der Bundespressekonferenz sagen darf, dieses Verfahren halten wir nicht für fair. Das. Gut, Herr Wonka. Nee, Herr Wonka hatte erst. Ich nehme an, Herr Decker, dann können Sie danach fragen. Ehrlich gesagt, Herr Moritz, bin ich baff, dass Ihr Minister so ein Feigling ist und sich nicht vor nicht nur ausgewählten Medien, die gewartet haben, um einen Tonständer hinzustellen. Und der Minister, so denke ich mir das, spricht seine 10 Sätze und geht dann wieder. Das widerspricht eigentlich meiner Wahrnehmung Ihres Ministers. Können Sie mal eine Erklärung versuchen, weshalb man seinen Rücktritt nur so in einer Dürren-Erklärung vor ausgewählten Kameraleuten sagen, weshalb er nicht die Traute hat, sich hierher zu stellen, um Fragen zu beantworten, die alle möglichen Leute, nicht nur böse Journalisten, stellen und die auf eine Antwort warten. Also er hat sich so entschieden, wie er sich entschieden hat, vorzugehen. Und ich habe das jetzt von hier aus nicht weiter zu interpretieren oder zu kommentieren. Dann darf ich nur eine Frage noch in Ergänzung an Herrn Seibert. Ich weiß nicht, ob der Minister durch die Kanzlerin gestern Abend einbestellt wurde oder ob er um einen Termin nachgesucht hat oder ob man ein Kaffeekränzchen gemacht hat. Aber mich würde interessieren, ob die Kanzlerin ihm zu diesem Schritt heute die Öffentlichkeit auf diese feige Art unterrichten zu wollen, ob die Kanzlerin ihm diesen Ratschlag erteilt hat. Und oder ob sie ihm einen anderen Ratschlag gegeben hat, nämlich sich mutig an die Front zu begeben. Herr Wonka, es gab gestern ein vertrauliches Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Bundesverteidigungsminister im Kanzleramt. Vertraulich heißt in diesem Fall, auch in diesem Fall, dass ich weder über die Umstände des Zustandekommens dieses Gesprächs noch über den Inhalt hier etwas sagen werde. Was ich sagen kann, ist, dass der Minister sicherlich keine Aufforderungen oder Ratschläge der Bundeskanzlerin braucht. Sie weiß und sie vertraut auch darauf, dass er auch in dieser Sache das tut, was richtig ist. Das heißt, Sie halten das öffentliche Verfahren, das Herr zu Gutenberg gewählt hat, nämlich während die Hauptstadtpresse hier sitzt, um erklärtermaßen auch über dieses Thema zu sprechen. Deswegen sind ja auch Sie da und nicht Ihr stellvertretender Regierungssprecher. Es kann also die Bundespressekonferenz nicht überrascht haben. Und dass parallel dazu der Minister eine Erklärung abgibt. Das ist ein Verfahren, was Sie als Chef des Bundespresseamtes für richtig und gewinnbringend erachten? Ich denke, wir sollten jetzt die Erklärung von Minister zu Gutenberg abwarten. Über die Uhrzeit dieser Erklärung werde ich hier keine Wertung abgeben. Herr Decker? Nee, ich habe eigentlich, meine Frage war, wann denn diese Erklärung stattfindet. Vielleicht sollte man die Regierungsratskonferenz eine Stunde verschieben und dann im Wissen der Erklärung hier Fragen stellen. Kann man die live einspielen? Ja. Also mit live einspielen ist sicherlich nicht möglich, aber es vielleicht kann uns Herr Moritz dahingehend weiterhelfen. Das wird ja nicht so eine lange Erklärung sein, dass wir im Laufe der Bundespressekonferenz diese Erklärung wenigstens hier inhaltlich vorgetragen bekommen. Im Moment kann ich es nicht. Darf ich mal den Vorschlag machen, Herr Vorsitzender, dass wir diese Bildveranstaltung hier abbrechen? Das ist doch Kokolores auch drei. Okay, dann schlage ich vor, wir ziehen die anderen Themen vor. Bis dahin hat Herr Moritz vielleicht etwas oder Herr Seibert auch etwas mehr. Und dann überlegen wir, wie wir weiter verfahren.
Herr Seibert, dann darf ich Sie bitten, die Termine der nächsten Woche vorzutragen. Aber Moment, ich hatte gebeten, dass wir die Veranstaltung hier abbrechen und jetzt nicht die Staffage für Terminankündigungen geben. Ich finde, es ist eine Brüskierung sondergleichen, dass nicht mal die Erklärung, die Herr Guttenberg jetzt abgibt, hier verlesen werden kann, sodass wir wissen, worum es geht. Dann brauchen wir diese ganze Veranstaltung nicht. Deswegen würde ich wirklich, also ich weiß nicht, ob das geht. Ich hätte gerne, dass wir jetzt aufhören. Also, Herr Wonka, das ist nicht in unserer Tradition. Wir sind hier dazu da, um auch den Kollegen, die an anderen Informationen interessiert sind, diese zu geben. Was wir zu dem anderen Thema anschließend machen, darüber können wir dann ja weiter beraten. Herr Seibert, Sie haben das Wort. Gut. In den nächsten 4 Minuten und 25 Sekunden referiert der Regierungssprecher eine Stellungnahme der Kanzlerin zum Friedensprozess im Nahen Osten sowie die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche, zu denen unter anderem der Besuch mehrerer Karnevalsprinzenpaare im Kanzleramt gehört. In diesen 4 Minuten und 25 Sekunden packen die Hauptstadtkorrespondenten ihre Kameras und Mikrofone weg und verlassen geschlossen den Saal. Das sind die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche. Herr Seibert, Sie haben auch die Reaktion der Kollegen gesehen. Mit großem Bedauern über das, was da heute Morgen organisatorisch vorgefallen ist, schließen wir damit die Pressekonferenz. Gut, dann danke ich Ihnen.